Ich habe ungefähr mit 33, 35 Jahren, ich sag mal, durch verschiedene Ereignisse oder Situationen, die muss ich ja nicht beschreiben, einfach gemerkt, wie ich auf andere wirke. In meiner Rechthaberei, in meiner Besserwisserei, in meinem Energischsein und auch festhängen in eigenen Denkmodellen, Strukturen. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Nachdem mir das mal klar geworden ist, oder ich sag mal besser klar gemacht wurde, war also wirklich mit mir selber unzufrieden und habe gesucht. Gefunden hat Michael Sabbas die Meditation, die Zen-Meditation. Seit über 30 Jahren lernt er Zen und er lehrt Zen außerdem seit 20 Jahren. Also Frage an den Zen-Meister, was ist Zen-Meditation? Das ist eine Konzentration auf sich selbst, also das heißt den eigenen Geist begegnen, so alles andere ausschalten. Oder man kann auch ganz offen sein, auf alles konzentrieren, was um einen herum passiert. Aber der entscheidende Punkt dabei ist immer, man könnte sich innerlich immer fragen, was ist gerade los? Was passiert hier gerade? Die Sinne dafür schärft auch die Gehmeditation. Im Wesentlichen aber bedeutet Zen-Meditation sitzen, möglichst aufrecht, Stunden, manchmal Tage und auch Nächte lang zu Boden schauen und aufmerksam verfolgen, was passiert. Wenn Sie mit sich selbst alleine sitzen und nur gucken, was macht Ihr Geist gerade, ja? Oder auch wenn Sie im Alltag diese Aufmerksamkeit haben und wirklich immer gucken und merken, was passiert hier eigentlich gerade, in mir auch, ja? Dann werden Sie mit all den Problemen, mit denen sich jeder so im Alltag rumschlägt, werden Sie konfrontiert. Und die Frage ist ja nur, wie geht man dann damit um? Ja? Die Psychotherapie geht ja häufig oder die meisten damit um, dass sie nach Ursachen suchen und in Vergangenheit gehen, nicht? Während im Zen wird nicht nach Ursachen geguckt. Was steckte dahinter? Was ist in meiner Kindheit passiert oder sonst was? Sondern nur, was passiert jetzt gerade? Und wie gehe ich mit dem, was jetzt gerade ist, wie gehe ich damit um? Wie Michael Sabbas mit dem Hier und Jetzt während der Meditation umgeht, das haben sogar schon Bremer Forscher gemessen mit einem EEG. Die Kurven zeigten Außergewöhnliches, einen hochkonzentrierten Wachschlafzustand. Alle fünf Sinne sind präsent, so beschreibt es der Zen-Mönch, nur lösen sie kein darüber Nachdenken aus. Während der Meditation ist eine wichtige Übung, eine der wichtigsten, sage ich mal, auf alle Gedanken, alle Probleme, alle Filme, die mir in den Kopf kommen, nicht einzugehen, sondern sie wirklich nur zu betrachten. Und wenn ich sie nur betrachte und mich nicht damit identifiziere, verschwinden sie auch wieder. Also zu lernen, letztlich, sage ich mal, alles das, was in meinem Geist passiert, nicht so wichtig zu nehmen. Sich nicht dauernd um sich selbst zu bekümmern. Dass sich nicht immer nur darum dreht, was kriege ich, was ich haben möchte, was vermeide ich, was unangenehm ist, ja, sondern dass man das, was man nicht verändern kann, gelassen einfach wirklich hinnehmen, annehmen kann. Ja. Ich sage ja immer hier, das Zen, was wir machen, das ist die Übung, der Ernst ist der Alltag. Dafür machen wir das ja eigentlich. Ich habe ungefähr mit 33, 35 Jahren, ich sag mal, durch verschiedene Ereignisse oder Situationen, die muss ich ja nicht beschreiben, einfach gemerkt, wie ich auf andere wirke. In meiner Rechthaberei, in meiner Besserwisserei, in meinem Energischsein und auch festhängen in eigenen Denkmodellen, Strukturen. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Dann werden Sie mit all den Problemen, mit denen sich jeder so im Alltag rumschlägt, werden Sie konfrontiert. Und die Frage ist ja nur, wie geht man dann damit um? Ja. Die Psychotherapie geht ja häufig oder die meisten damit um, dass sie nach Ursachen suchen und in Vergangenheit gehen, nicht? Während im Zen wird nicht nach Ursachen geguckt. Was steckte dahinter? Was ist in meiner Kindheit passiert oder sonst was? Sondern nur, was passiert jetzt gerade? Und wie gehe ich mit dem, was jetzt gerade ist, wie gehe ich damit um? Wie Michael Sabbas mit dem Hier und Jetzt während der Meditation umgeht, das haben sogar schon Bremer Forscher gemessen mit einem EEG. Aber der entscheidende Punkt dabei ist immer,
Man könnte sich innerlich immer fragen, was ist gerade los? Was passiert hier gerade? Die Sinne dafür schärft auch die Gehmeditation. Im Wesentlichen aber bedeutet Zen-Meditation sitzen, möglichst aufrecht, Stunden, manchmal Tage und auch Nächte lang zu Boden schauen und aufmerksam verfolgen, was passiert. Wenn Sie mit sich selbst alleine sitzen und nur gucken, was macht Ihr Geist gerade, ja? Oder auch wenn Sie im Alltag diese Aufmerksamkeit haben und wirklich immer gucken und merken, was passiert hier eigentlich gerade, in mir auch, ja? Beethoven zeigten Außergewöhnliches, einen hochkonzentrierten Wachschlafzustand. Alle fünf Sinne sind präsent, so beschreibt es der Zen-Mönch, nur lösen sie kein darüber Nachdenken aus. Während der Meditation ist eine wichtige Übung, eine der wichtigsten, sage ich mal, auf alle Gedanken, alle Probleme, alle Filme, die mir in den Kopf kommen, nicht einzugehen, sondern sie wirklich nur zu betrachten. Und wenn ich sie nur betrachte und mich nicht damit identifiziere, verschwinden sie auch wieder. Also zu lernen, letztlich, sage ich mal, alles das, was in meinem Geist passiert, nachdem mir das mal klar geworden ist, oder ich sag mal besser klar gemacht wurde, war also wirklich mit mir selber unzufrieden und habe gesucht. Gefunden hat Michael Sabbas die Meditation, die Zen-Meditation. Seit über 30 Jahren lernt er Zen und er lehrt Zen außerdem seit 20 Jahren. Also Frage an den Zen-Meister, was ist Zen-Meditation? Das ist eine Konzentration auf sich selbst, also das heißt den eigenen Geist begegnen, so alles andere ausschalten. Oder man kann auch ganz offen sein, auf alles konzentrieren, was um einen herum passiert.